Willkommen zurück zu Rocket League. Ich bin euer Firobo und das ist meine erste Runde heute. Und wir liegen halt in den Match reingeworfen, wo wir jetzt zurückliegen. Nice. Ja, ich wollte einfach mal wieder ein bisschen labern. Denn, ich habe, wie ihr seht, habe ich schon wieder ein neues Auto. Ich habe jetzt inzwischen alle Autos in Rocket League. Dank dem lieben Takaishi. Der hat mir getradet. Ich habe ihn da für den Hardware gegeben. Dafür habe ich halt jetzt sämtliche Autos. Da haben wir nämlich noch zwei Stück gefehlt gehabt. Die habe ich dann E-Mails bekommen. Ist doch schon mal nice. Aber das eine war, finde ich irgendwie, ist doch irgendwie kacke. Dieser Dominus GT, den finde ich irgendwie kacke. Aber hier dieser MK Devil oder X Devil MK 2 heißt der, glaube ich. Der ist eigentlich ganz okay. Ja. Worüber wollte ich reden? Ich wollte erstmal sagen: Yo, Leute, Steam Winters, Steam Herbst Sale, ne, ist am Start. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, da gibt es auf jeden Fall nette Sachen und man kann sogar Spiele nominieren diesmal. Die haben da wirklich für verschiedene Kategorien Spiele drin. Wow. Da wundere ich mich, dass sie hinten liegen. Guter Pass, Junge. Oh Mann, ey. Ey, guck mal, ich habe jetzt schon mehr Punkte als die als zusammen. Na, beziehungsweise so viele Punkte wie die Bönze. Na egal. Ja, wie gesagt, Steam Winter Sale, Summer Sale, haben wir eigentlich Herbst Sale halt, ne? Wow. Wenn man aufnehmen und dann hat man so ein Bett. Weißt du, ich bin nicht mal scheiße, aber mein Team ist einfach. Jetzt war es meine Schuld oder was? Also er trifft einen stehenden Ball nicht. Wo war Team Chat? Da. Fucking. Irgendwie kann ich das sehen, wenn ich im Team Chat geschrieben habe. Na egal, wie gesagt, Steam Sale. Ja, dann mal habe ich versucht, den zu retten, aber. Tja. Oh, sie liefen beide nice. Nice. Ja. Ich habe es wenigstens probiert. Mehr kann ich nicht auch nicht machen, ne? Ja, wir spielen halt mit Bots. Vielleicht wieder eine besser. Ah, steht da noch schon 05. Nice. Wow, das war echt. Die Gegner waren super klasse. Ja, ansonsten. Ach ja, wollte schon ein bisschen über Projekte verschlabern, denn momentan läuft das Skyrim als Ersatz für Stardew Valley, weil Stardew Valley halt abgeschlossen ist. Womit ich eigentlich auch wohl leben kann. Aber ich habe mir gemerkt, was für ein Riesenaufwand das Skyrim wird, ey. Das ist, weil das Skyrim hat dann noch eine längere Spielzeit als Witcher und ja, das wird echt ein mittlerweile schon ein richtiges Mammutprojekt für mich. Also Skyrim wird auf jeden Fall noch sehr, sehr lange gehen. Also Witcher ging ja, glaube ich, 229 Folgen oder so. Oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ging Witcher so gut ein Jahr auf meinem Kanal. Und bei Skyrim, wenn ich jetzt wirklich bei der Spielzeit und wenn ich jetzt die Spielzeit mit berechne und meine Folgen momentan in der Folgenlänge, habe ich mal geguckt, so dann bin ich bei circa, ja, 600 bis 800 Folgen. Ja. Das heißt, also 2 Jahre Let's Play circa. Also, das wird echt, echt ein Hardcore-Ding. Da muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Das ist echt ein bisschen zu lang, glaube ich. Aber das Spiel hat das halt, ne? Ja, ansonsten. Wie gesagt, ich hatte angekündigt, dass Steam News und so weiter noch reanimiert werden soll und so weiter. Kommt jetzt erstmal doch nicht, weil aufgrund von Arbeit und etc. hat das dann doch nicht so geklappt. Oh, als ob der den nicht hatte. Ich dachte, der hat den, ich wollte den blocken. Oh man, sad moment. Ja, wie gesagt, deswegen wird das dann erstmal ein bisschen Verzug haben, leider. Ansonsten habe ich jetzt fast Quantum Break durch, beziehungsweise wenn ich jetzt das Studio raushole, habe ich das glaube ich schon durch.
Das werde ich dann auch dann jetzt demnächst schneiden und dann hochladen. Also da Contentberg wird jetzt bald kommen auf jeden Fall. Und worauf ich mich sehr, sehr freuen werde, ist, jetzt am 29. kommt Watch Dogs 2. Ich habe mir jetzt schon, ein bisschen spoilern lassen, ja, muss ich gestehen, aber ich habe halt mir schon ein bisschen Let's Play angeguckt und so weiter, war im Streams dabei und so weiter. Und ich muss sagen, das Spiel ist mega cool. Also, das ist wirklich diesmal, da sieht man einfach, wie viel bei solchen Art von Spielen, die Open World, was die ausmacht, einfach an Feeling, Atmosphäre und so weiter. Aber ich habe jetzt gelesen, dass die Charaktere nicht so geil sein sollen, aber ich habe bis jetzt, finde ich, in der Zusammenhang mit der Welt und so, da passen die sich super rein, finde ich. Ich muss jetzt auch mal noch ein Tor schießen, Mann. Ich bin bester Spieler und habe kein Tor geschossen bei uns im Team mehr. Ach ja, aber immer ist die Runde jetzt immer besser geworden mit vernünftigen Mates. Köpfchen machen rein. Uah, schade. Wie gesagt, darauf freue ich mich tierisch und ich bin mal gespannt, wie lange gespielt jetzt sein wird bei Watch Dogs 2. Bei Watch Dogs 1, da war ich, wie lange war ich da? 30 Stunden circa, glaube ich. Ich bin mir sicher. Wir hatten noch gerade nice Safe. So, hier. Oh. Upsi. Ups. Sorry. Das war mein Fehler. Ich wollte eigentlich nur saven. Na gut, da habe ich mal eine schlechte Aktion gebracht. Gut, was kann ich noch erzählen? Ja, wie gesagt, ich habe nicht über so viel Watch Dogs verraten, sondern als ein Let's Play sehen. Nur ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich darauf freuen werde und sich das auch lohnen wird. Einzigster mein Kritikpunkt jetzt schon wird wieder die Fahrzeugsteuerung. Die werden sie aber niemals hinkriegen. Ach schade, ich dachte, jetzt überspiele ich den vielleicht noch und dann hätte ich auch mal ein Tor machen können. Ach schade, na gut. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, da sind wir in der nächsten Runde. Und hoffentlich läuft es besser. Diesmal kann ich mich da ein bisschen konzentrieren, weil ich habe ein bisschen dort gelabert. Oh, der geht aufs Tor. Oh, schade. Da hätte er den mal nicht gehabt. Oh. This fucking Map. Die Map ist geil. Was hat der denn? Ach, Mann. Okay, mach ein Eigentor. Wow. Da ist ein Liefen so Drecks. Was hat der denn? Hat er es absichtlich gemacht? Sieht so ein bisschen. Aber na, muss nicht um die Lizenz, das Absicht gemacht habe. Aber wer schreibt wie geplant, ja, da gut. Ist halt ein Arschloch. Na gut. Schön, dass der schräg steht, nicht fährt. Ich finde es immer wieder cool, wenn Leute nicht die Stellung bei Rocket League können. Das ist so das Erste, was man eigentlich lernt. Neben dem Ball treffen. Ach, schade. Ups. Ja, Boost nice. Ja, spiel nochmal. Da, back to you. Oh mein Gott, warum reagiert der denn nicht? Oh. Er fährt einfach rückwärts, wow. Okay, gut. Da jetzt werden wir hochqualitatives Gameplay hier sehen von mir. Nicht? Oh Mann. So. Wie man jedes Mal denkt, okay, der Gegner hat den, dann blockst du den blocken. Was ist, dann trifft er den einfach nicht. Und dann, wenn du denkst, okay, der hat den nicht, und dann hat er ihn doch. Das ist so ein Dreck. Kann ich mal bitte kontinuierliche Gegner haben, die Gegnerqualität, dass ich mich darauf einstellen kann? Junge! Was macht ihr da? Luftbattle? Oh, das sind meine Punkte, oder? Jawohl, meine Punkte. Ich brauche aber einen Boost. Oh, hat er gut gemacht. So, kommt da nochmal was? Ja, komm, mach mal hier eine Falletsch. Oder mach ein Tor. Okay. Damit kann ich auch leben. Hui. Wie gesagt, hochqualitatives Gameplay. Zwar nicht von mir, aber von meinen Mates.
Dass er den echt aus dem Winkel gemacht hat. Nice. Finde ich gut. Ich hätte vielleicht auch mal mit dem anderen Wagen fahren sollen, die Runde lang. Aber hey, was soll's. Oh, oh, Battle. Hier, ich will mit dir spielen. Hui. Und. Nein! Oh, sad moment. Ich hab den scheißen. Wo liegt der denn hin? Okay. So. Ah, schade. Mein Boost. Na, habt ihr den? Den safet jetzt nicht. Hey, hups. Oh, okay, ich spiele ihn nach hinten, er spielt ihn nach hinten und haben wir am Ende eine Null-Situation. Nice. Ich auch schön. Kann ich bitte Boost haben? Oh, gut, dass ich den geblockt habe. So, hauen wir den nicht mal hier rein. Habe ich mit meinem Team was draus? Nee, natürlich nicht. Und da drin. Ja, ich habe endlich ein Tor. Oh Mann. Jetzt spiele ich ihn so richtig schön beschissen. Ah, vielleicht haben sie aber nicht gerechnet, dass ich den so spiele. Okay, bald taucht er auf. I think I'm gonna stop Rocket League for today. Ja, wenn man halt nicht einen Tag hat, dann ist das halt so. Ich hatte jetzt auch schon, wie gesagt, länger kein Rocket League mehr aufgenommen gehabt. Einfach weil es bei mir nicht lief. Das hätte ich auch gehabt. Ich hatte echt so. Na gut, wie oft habe ich es probiert? Ein paar Mal jetzt, so zwei, drei Mal. Oh, beziehungsweise ich habe es gar nicht erst probiert aufzunehmen, weil ich habe einfach nur gemerkt, wie kacke ich war an den Tagen. Ich hatte dann wirklich keine Ahnung, von 10 Runden war vielleicht eine gut. Und das nervt dann auch schon ein bisschen. Und vor allem kratzt das ein bisschen an Selbstwertgefühl. Das ist auch noch was. Aber naja, Loot heute. Bin ich so, habe ich so mein Mittelmaß. Oh, ups. Aber hey, ich habe was dabei getragen, dass mein Team gewinnt. Im anderen war ich wenigstens so von den Anfangs-Noobs, ja, wo ich noch erklärt habe und etc. der bessere. Das ist so ein kleiner Trost. Aber ansonsten, ja. Uiui. Ach gut, da habe ich noch ein Tor verändert. Boah, nein. Egal, ja, erst war K.O. erst gesaved stehen und dann, ja. Hat er mich gehittet vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich total verschätzt. Ah, da, der hat mich gehittet. Habt ihr gesehen? Ja, wow, er hittet mich und ja, was soll ich da machen? Ich wollte ihn eigentlich rausschießen. Na egal. Ach man, ich dachte, er hat ihn. So. Ui, oh, da könnte man, da gibt es sogar wunderschön die Mütze. Na, ah, ich hatte. Oh, ich hatte noch einen Booster. Ich habe schon aufgehört zum Boosten-Step. Hä? Was war das denn jetzt? Bin ich irgendwie Gehirn amputiert oder so? Ich glaube ja. Nein! Nein, 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 okay, müssen ihn nur den Vorsprung halten und spielen. Nee, ist das Spiel. Wow, nice. Also dafür, dass ich jetzt so kacke war eigentlich. Halb kacke. Da bin ich bestes Spiel geworden, sonst noch ein Tor. Bam. Ja. Dann wartet man einfach so auf ganze Zeit auf solche Chancen. Ich finde die Map wunderschön übrigens. Habe ich jetzt echt schon mal ein Video gesagt, wie schön ich die Map finde. Also ich finde die super gedesignt, ey. Ich spiele gerne hier. Leave after this. Oh, dann lief doch. Okay, gut. Uns alle verschätzt irgendwie. Nein, schön, dass es weitergeht. Schade. Aber hey, bester Spieler noch am Ende gewesen. Mit spookiger Geist. Oh, guck mal, wie sich das spiegelt. Hä? Wie kann sich das Mittelfeld im Hintergrund vorne meiner Scheibe spiegeln? Das ergibt keinen Sinn. Na gut, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.